Syrien-Konflikt. Türkei öffnet Grenzen für Flüchtlinge in Richtung Europa. Es sind vor allem Männer, aber auch Frauen und Kinder. Tausende. Sie sind Flüchtlinge. Für den türkischen Präsidenten Erdogan sind sie ein Druckmittel. Er hat den Flüchtlingspakt mit der EU vorerst aufgekündigt. Mit Bussen bringt die türkische Regierung tausende Syrer, Iraner und Afghanen zur bulgarischen und griechischen Grenze. Sie sind im Kampf um Macht und Geld sein Ass im Ärmel. Dass es Männer, Frauen und Kinder sind, spielt dabei offenbar eine untergeordnete Rolle. Polizei und Militär auf der griechischen Seite, sie sichern die Außengrenze der Europäischen Union. Ihnen gegenüber auf der türkischen Seite tausende Migranten, die über diese Grenze wollen. Wir können in der Türkei essen und schlafen, aber wir haben keine Zukunft. Hier sind auch Kinder, aber sie lassen uns nicht rein. Sie schießen sogar mit Tränengas auf uns. Der Grenzzaun auf der türkischen Seite ist aufgeschnitten. Flüchtlinge drängen in die Pufferzone. Von bis zu 30.000 Menschen spricht der türkische Präsident. Wir werden die Tore nicht wieder schließen. Warum? Die Europäische Union muss ihre Zusagen einhalten. Es kann nicht sein, dass wir uns um so viele Flüchtlinge kümmern. In der Türkei leben 3,6 Millionen syrische Migranten. In einem Flüchtlingsabkommen mit der EU hatte sich Ankara verpflichtet, diese zu versorgen. Die EU sagt im Gegenzug 6 Milliarden Euro zu. Streit um die Flüchtlingshilfe gibt es seit langem. Brüssel zahlte einen Teil der vereinbarten Summe nicht an Ankara, sondern an internationale Hilfsorganisationen. Zudem fordert Erdogan Unterstützung in Syrien. Die Kämpfe um Idlib drängen erneut mehr als 1 Million Menschen in die Flucht. Für Flüchtlinge, die bereits im Land sind, stellt die Türkei Gratisbusse bereit für die Fahrt an die EU-Grenze. Europa solle so erpresst werden, so der Vorwurf von Griechenland. Wie man dagegen gemeinsam vorgehen könne, soll am Donnerstag beraten werden in einer EU-Sondersitzung. Unter den Flüchtlingen sind, wir hatten es angesprochen, auch viele Afghanen. Ihre Heimat hat heute womöglich eine Zäsur erlebt.